Okay. Sie beide haben unter anderem das Thema Medien-Enquete für das Frühjahr angekündigt. Was ist da geplant? Und Österreich hat eine der strengsten YouTube-Abrufdienstregulierungen im neuen Medienbereich in Europa. Da gibt es ja gerade die audiovisuelle Medienrichtlinie, die neu verhandelt wird. Wie planen Sie sozusagen hier eine Deregulierung, weil sind ja anscheinend Tausende betroffen von Privatpersonen über Behörden bis hin zu NGOs, könnten alle als Medienunternehmen in Zukunft gewertet werden, nach den aktuellen Regeln in Österreich. Und FPÖ-TV ist ja die bislang einzige, das einzige Parteimedium gewesen, was auch, wenn man so möchte, als Rundfunkunternehmen gemeldet war. Soll es dann Deregulierungen geben? Wie stellen Sie sich das vor? Also ich darf da vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was ist das große Ziel der Medienpolitik? Wir wollen eine starke österreichische Medienlandschaft haben, wir wollen Vielfalt in der österreichischen Medienlandschaft haben und wir wollen gerade in der Zeit der Digitalisierung sicherstellen, wo immer mehr in Richtung Online wandert, wollen wir sicherstellen, dass die österreichische Medienlandschaft hier auch überlebensfähig ist und gerade natürlich im Wettbewerb gegen Google, Facebook und andere bestehen kann. Das ist ein Thema für uns in Österreich, das ist aber ein Thema für uns in der Europäischen Union. Wenn Sie sich die großen Player im Digitalbereich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass hier kaum europäische Unternehmen darunter sind. Insofern ist das eine große Herausforderung für die Medienlandschaft, aber auch natürlich für uns als Bundesregierung, die hier österreichischen Content, österreichische Medien unterstützen möchte. Das ist das große Ziel des Medienministers, an dem er gerade auch arbeitet. Und die Themen, die Sie angesprochen haben, spielen da natürlich, zwar nicht die Haupt-, aber auch eine nebengeordnete Rolle. Was das Thema der Medienenquete betrifft, da würde ich, wenn es Ihnen recht ist, nur gerne an den Medienminister verweisen. Das ist seine Aufgabe, da rechtzeitig bekannt zu geben, was die Hauptthemen dieser Enquete sein werden.